Das Trump National Doral in Miami ist eine der Top-Hotel-Adressen in den USA. Eine Oase, so ist es in diesem Werbeclip zu sehen. Doch das Video, das jetzt hier von einer Trump-unterstützenden Organisation gezeigt wurde, ist alles andere als friedlich. Die Szenen entstammen dem Film The Kingsman. Sie sind so brutal, dass wir sie nicht im Bewegtbild zeigen. Der hineinmontierte Trump tötet ihm feindlich gesonnene Medien, aber auch Hillary Clinton, Bernie Sanders und Barack Obama. Das Weiße Haus beeilte sich, eine Stellungnahme zu veröffentlichen, in der der Präsident das Video verurteilt. Doch viele sehen Trump in der Mitverantwortung. Seine konstante Hetze gegen die Medien habe zu einer absoluten Verrohung in den USA geführt. I called the fake news the enemy of the people. And fake news, of which many of you are members, the fake news media back there doesn't talk about. Die Trump-nahe Organisation American Priority hatte die Konferenz in Miami abgehalten, auf der das Video gezeigt wurde. Inzwischen haben sich die Veranstalter davon distanziert. Vergiftet bleibt die Stimmung dennoch, und das nicht nur zwischen Trump und einem Großteil der Medien.